bin die Denise und bin hier HR-Managerin bei Pinsumin Köln. Ganz klassisch, ich bin über eine Stellenausschreibung hingekommen, habe was Neues gesucht und hier fündig geworden und freue mich drüber. Ich habe Industriekauffrau gelernt und war dann seitdem immer im Vertrieb tätig und wollte was mit Menschen machen und bin dann hier in beiden Seiten fündig geworden. Ich habe einen Hund, mit dem mache ich ganz viel, ansonsten Reisen, genau. Dass sie motiviert sind und halt auch wirklich Lust auf ihren Beruf haben. Also das merkt man sofort und dann weiß man auch, dass man Lust hat, die weiter zu vermitteln und ja. Festival. Das ist tatsächlich schon was länger her. Wo war ich denn das letzte Mal? Ja, bei uns in Köln sind es halt die Pöllerwiesen meistens. Das ist im Sommer immer, genau, ein kleines Festival. Meistens tatsächlich, wie viel verdiene ich? Ja, da muss man natürlich schauen, also was hat der Bewerber gelernt und welche Qualifikationen hat er? Wie lange ist er im Beruf, genau. Auf jeden Fall Flexibilität und für viele Bewerber, gerade für Frauen ist es immer toll, das mit der Familie zu vereinbaren. Es auszuprobieren, also man hat nichts zu verlieren. Ja, Pinsumin, also ich kann erstmal nur über Köln sagen, wir sind ein tolles Team. Alle freuen sich, wenn sie Kontakt mit den Mitarbeitern haben. Die Mitarbeiter fühlen sich hier sehr wohl und gut aufgehoben und ja. Oh, also ich bin ja noch nicht so lange dabei, bewegendste Geschichte. Also grundsätzlich ist immer dieses Feedback ganz, ganz toll, dass man sich halt wirklich mal aufgehoben fühlt und weiß, okay, ich muss, also ganz oft hört man, ich muss nicht immer einspringen, ich habe endlich mal Zeit und auch ja, kann mich um mich selber kümmern. Das ist immer ganz toll. Die Ausbeutung. Also jeder denkt dann natürlich direkt, dass er ausgebeutet wird oder dass er kein Mitspracherecht hat. Genau, und das ist ja halt bei uns absolut anders. Ja, vielleicht mal grundsätzlich was zu verändern, dass auch die Kunden halt mal sehen, dass es halt auch, dass zufriedene Mitarbeiter auch viel motivierter sind in der Arbeit. Was war jetzt hier bei Pinsumin so deine größte Erkenntnis? Dass Zeitarbeit anders ist. Genau, und Menschen glücklich machen kann. Ja, dass sie wieder gerne auch in ihren Beruf gehen und auch wirklich gerne morgens aufstehen oder auch in die Nacht gehen oder wie auch immer, dass sie halt gerne ihren Job machen. Toll. Also das ist wirklich ein super Team. Ich bin halt wirklich erst seit einem halben Jahr dabei und wurde super empfangen und fühle mich pudelwohl. Du möchtest mehr Flexibilität, Mitspracherecht und wieder Spaß an deinem Job? Dann geh auf unsere Webseite und bewerb dich bei Pinsumin.